Ein unglaublicher Dr. Markus Krall mit sagenhaften Forderungen. Hören wir rein. Das heißt also, das Finanzministerium wird extrem schlank. Und wissen Sie, das Schönste daran ist, wir brauchen keine Finanzämter mehr. Die können wir alle zumachen. Wir können die Finanzämter schließen und dann nehmen wir die Akten und dann werden wir in langen LKW-Kolonnen diese Akten auf dem großen Acker vor der Berliner Stadtgrenze hinkarren und auf einen Haufen werfen. Und die Finanzämter, die werden dann in der ersten Woche versteigert. Ja, jeder darf bieten, der Meistbietende bekommt es. Und wenn es nur 1.000 Euro sind, Hauptsache weg. Und warum ist es so wichtig, dass die ganz schnell versteigert werden, damit da keiner mehr reingeht mit seinem Behördensessel? Ja? Ganz, ganz schnell muss das weg. Dann haben wir ein Finanzministerium, wenn dies nur noch eine Konsumsteuer hat, dann können wir das mit ungefähr 200 Millionen, vielleicht auch mit 100 Millionen und anständigen IT verwalten. Da brauche ich nicht diesen riesigen Apparat. Da spare ich auch schon mal wieder 46 Milliarden nur für die Verwaltung dieser Steuereintreiberei. Nämlich, wir nehmen das Ganze, was dem Staat gehört, alles. Alles, was dem Staat gehört, weil das ist nur ein Erbhof für Politiker und Pöstchengeschiebe, was dem Staat gehört. Und das privatisieren wir. Tutto completo, alles. Und das bringt ungefähr 2.000 Milliarden Euro ein. Ich habe es mal überschlägig gerechnet. Vielleicht auch 2,5 Billionen, also 2.500 Milliarden. So in der Größenordnung. Also Sie sehen, das kann alles weg. Ja? Und was bleibt dann? Dann bleibt, wie gesagt, nicht viel übrig. Dann bleiben drei Ministerien übrig. Verteidigung, Finanzen und diplomatischer Dienst und ein Kanzleramt. Und dann kommen Sie aus, ich habe es durchgerechnet, inklusive Schuldendienst, den müssen wir leider weiter leisten, mit 130 Milliarden Budget für den Bund. Und die Gleichübung, wenn Sie die mit den Ländern machen, da wird es noch krasser. Da können Sie von 480 Milliarden auf 10 Milliarden runter sparen, nochmal 470 Milliarden können wir da einsparen. Weil Sie finden tatsächlich bei den Ländern noch weniger Dinge, die Sie haben wollen und die Private nicht besser machen würden. Und den Rest haben wir gerade schon privatisiert von der ganzen Sozialversicherungsgeschichte. Und es bedeutet, es gehen 1,5 Billionen Euro, 1.500 Milliarden Euro, die halbe Wirtschaftsleistung dieses Landes fast, an die Bürger zurück, an die Leistungsträger, an die Steuerzahler, vom Taxifahrer bis zum Unternehmer, vom Fließbandarbeiter und von der Dame hinter der Theke bei McDonald's. Die zahlt nämlich dann auch das alles nicht mehr. Sie haben alle 80% mehr netto im Portemonnaie, dann mindestens eher 100% mehr im Portemonnaie, wenn Sie es so machen. Und da sage ich, da müssen wir hin und das müssen wir dann mit gutem Geld absichern. Wir müssen aus dem Euro raus. Und zwar ohne Wenn und Aber. Und wenn wir das rein praktisch reformiert haben, und das müssen wir in 100 Tagen schaffen, wenn wir es nicht in 100 Tagen schaffen, wird es nämlich nicht mehr gemacht, dann wird es zerrieben in den Widerständen der Bürokratie. Diese Bürokratie, die muss man praktisch enthaupten, damit sie sich nicht mehr wehren kann. Das muss ganz schnell gehen. Damit kapitalisieren wir dann die Rentenversicherung und anschließend, wenn wir nicht drum herum kommen, zu sagen, okay, an der Stelle wird der Generationenvertrag aufgekündigt, weil die ist jetzt kapitalisiert. Dann können in Zukunft alle, statt in die Rente einzuzahlen, in ihre Privatrente einzahlen und spekulieren nicht mehr darauf, dass andere Leute Kinder ihre Rente bezahlen. Es wird ein schmerzhafter Umstieg, aber es wird weniger schmerzhaft, als wenn uns dieses Rentensystem in den Schoß kollabiert. Und das wird es tun. Deswegen gehen ja jetzt die Apologeten unseres Staates und unserer Politik schon her und erzählen den Leuten was von Rente mit 87. Ja, was haben die eigentlich offenstehen? Die Ohren scheinen es nicht zu sein. Ja? Also das Arbeitsministerium brauchen wir auch nicht. Agrarministerium, ich meine, da brauchen Sie nur den Herrn Özdemir anzugucken, da wissen Sie, dass Sie es auch nicht brauchen, muss ich nicht weiter erläutern. Ja. Ein Justizministerium brauchen wir auch nicht, denn der Staat in Gestalt der Regierung hat sich gar nicht in die Justiz einzumischen. Das ist eine unbotmäßige Kiste, weder auf Bundes- noch auf Länderebene hat es ein Justizministerium zu haben. Denn die mischen sich nur in die Tätigkeit von Gerichten und Staatsanwälten ein, schieben irgendein ominöses Staatsinteresse vor. In Wahrheit geht es um den Schutz von Politikern. Ja? Und so geht das nicht, meine Damen und Herren. Also dieses Ministerium können wir abschaffen. Und wenn ich unseren aktuellen Amtsinhaber, diesen Busch, ja, Sie wissen schon, wen ich meine. Also wenn ich mir den anschaue, ja, dann weiß ich auch, den brauche ich nicht. Ja? Den würde ich auch nicht einstellen. Und Umweltministerium das Gleiche, da werden nur riesige Töpfe verwaltet und kurz ausgegeben. Und was bleibt dann übrig, wenn Sie das alles streichen?
Es bleibt übrig ein Verteidigungsministerium, weil verteidigen muss man sich können. Es bleibt übrig ein Außenamt, ein diplomatischen Dienst. Der darf aber nicht mehr 8 Milliarden kosten, sondern nur noch 4. Da fliegt halt Frau Baerbock nicht erster Klasse mit einem eigenen Jet irgendwo hin und pullert Abu Dhabis das Benzin auf den Kopf. Ja? Da reichen 4 Milliarden aus im Jahr. Ja? Wenn man nicht ständig irgendjemandem einen Krieg erklärt, muss man auch nicht ständig irgendwelchen Schaden wieder gut machen. Dr. Markus Krall mit seinen fantastischen Theorien. Hören wir weiter. Wenn wir das geschafft haben, dann müssen wir uns an eine Sache erinnern, meine Damen und Herren. Nämlich, dass die ganze Sache mit einer Kopfkrankheit angefangen hat. Es war nicht das große Loch im Eimer und nicht das große Loch im Portemonnaie allein. Das war nur das Resultat. Es war die Kopfkrankheit, der Irrsinn, der Besitz ergriffen hat von diesem Land und insbesondere seiner politischen Klasse. Zivilisationen, meine Damen und Herren, werden nicht ermordet. Zivilisationen begehen Selbstmord. So auch unsere. Und wenn wir diese Zivilisation retten wollen, die westliche, dann müssen wir uns darauf besinnen, dass sie auf 5 Säulen ruht. Die Individualität, der Wert des Individuums als göttliches Geschöpf. Vor Gott haben wir unseren Wert. Gott hat ihn uns gegeben. Und niemand kann ihn uns aberkennen. Das Individuum bezieht seine Würde als Mensch nicht daraus, dass Dritte es ihm zubilligen, sondern es hat diese von Gott. Und es ist deswegen immer Naturrecht und einklagbar. Und niemand hat das Recht, uns dieses wegzunehmen und unsere Individualität infrage zu stellen oder unser Individuum unter die Masse unterzuordnen. Das wird nicht passieren. Zweitens, Eigentum. Eigentum ist die Voraussetzung dafür, dass das Individuum sein Leben selbst gestalten kann. Denn wo es kein Eigentum gibt, da ist das Individuum auf die Zuteilung der Bürokratie, auf die Willkür einer Oberklasse angewiesen. Nichts anderes als das. Das Eigentum ist der einzige Weg für das Individuum, Verantwortung für sein Leben zu haben und sich der Vorschriftenhuberei einer Zentralgewalt des Staates und einer Tyrannei entziehen zu können. Ohne Eigentum kann er auch nicht karitativ sein. Eigentum setzt voraus, dass der Staat dieses Eigentum nicht mal antasten darf. Er darf auch nicht enteignen, er darf es nicht besteuern, er darf es nicht wegnehmen. Und deswegen brauchen wir eine Verfassungsreform, die das Eigentum auf ganz andere Weise stärkt in unserem Gemeinwesen. Drittens, die Familie. Die Familie ist die Keimzelle des Staates. So steht es im Grundgesetz. So steht es tatsächlich im Grundgesetz. Da steht aber noch mehr, meine Damen und Herren, da steht ein 146 drin. Die meisten von Ihnen haben den mittlerweile gefunden. Der 146 sagt, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem das gesamte deutsche Volk in freier Selbstbestimmung sich eine Verfassung gibt. Das war der Grund, warum die Väter des Grundgesetzes das Grundgesetz Grundgesetz genannt haben, nicht Verfassung. Die hatten einen Grund dafür und sie haben es zu Protokoll gegeben. Und wer es nicht glaubt, der kann nachlesen in der berühmten Rede von Carlo Schmitt, Sozialdemokrat, September 1948, wo er genau ausgeführt hat, warum das Grundgesetz ein Provisorium ist, das keine Verfassung darstellen sollte. Was nicht heißt, dass das deutsche Volk das Grundgesetz nicht zur Verfassung erheben kann. Aber dazu ist ein Willensakt notwendig. Und Gewohnheit, meine Damen und Herren, ist kein Willensakt, schon gar nicht im Verfassungsrecht. Deswegen glaube ich, dass wir das Recht auf eine Verfassungsdebatte haben. Die mag so enden, dass das deutsche Volk sagt, ja, wir sind eigentlich ganz zufrieden mit dem Grundgesetz und vielleicht hier und da eine Kleinigkeit ändern und dann lassen wir das. Das ist eine mögliche Entscheidung. Aber das obliegt nicht der Politik, diese Entscheidung zu treffen, sondern einzig und allein dem Souverän. Und die Familie ist vom Grundgesetz geschützt und sie wird derzeit aus der Existenz heraus definiert. Sie wird einer solchen Beliebigkeit in ihrer Definition unterzogen, dass sie nicht mehr existiert. Etwas, was beliebig ist und nicht mehr abgrenzbar ist, existiert nicht mehr. Das heißt, unter dem Vorwand, verschiedenste Formen der Familie zu schützen, hat man die eigentliche Familie, die mal gemeint war. Und ich bin sicher, die Väter des Grundgesetzes haben genau die Familie gemeint. Vater, Mutter, Kind. Ja? Das ist etwas, was den Schutz der Verfassung braucht. Das ist die dritte Säule. Die vierte Säule ist der Gottesbezug. Wir brauchen einen Gottesbezug in dieser Gesellschaft und der erschöpft sich garantiert nicht in irgendwelchen wohlfeilen Klimapredigten irgendwelcher verkorkster Pastoren. Ganz sicher nicht.
sondern der ergibt sich daraus, dass der Gottesbezug das ist, was uns unsere Würde gibt. Nehmen Sie den Gottesbezug aus der Welt und unsere Würde wird verhandelbar. Das ist unser Problem. Und schlussendlich Kunst, Kultur, Musik, Architektur. Das, was unsere Zivilisation äußerlich ausmacht. Warum sind die Sozialisten Bilderstürmer immer gewesen? Weil sie sich gegen das wahre, schöne, Gute wenden. Tun sie jetzt wieder. Schauen sie sich die Klimakleber an und was sie mit Kunstwerken machen, die sie mit Tomatensuppe, Kartoffelsuppe und Hämmern bearbeiten,